Glaube, wir sind online, oder? Sind wir online? Bitte fallen, dass wir online sind, sage ich einfach schon mal einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich freue mich. Heute, oder beziehungsweise eigentlich schon die ganzen letzten Wochen, ist ja mein Thema zuckerfrei. Und jetzt freue ich mich ganz, ganz doll, dass wir so eine Arbeit haben. Heute, es ist ganz schlimm verzögert gerade. Hast du das noch mal irgendwo an? Nee. Ich glaube, jetzt ist es aber klar aus. Ich glaube, wir können starten, Nicola. Ein bisschen Startschwierigkeiten. So. Bist du dir sicher, dass das jetzt alles nicht auch schon drauf ist? Es ist jetzt was drauf. Wir haben einfach ein paar kleine technische Schwierigkeiten, aber da müssen wir jetzt einfach, glaube ich, durch. Ich glaube, wir gehen jetzt nochmal auf Anfang, Nicola. Okay, wir gehen auf Anfang. Wie immer das jetzt aussieht. Also nochmal, einen wunderschönen guten Abend. Und ja, in meiner Zuckerfrei-Wochen, ja, in meinen zuckerfreien Wochen sozusagen, habe ich Simone. Simone ist schon ja seit 3 Wochen, glaube ich, sozusagen ohne Zucker. Und ich freue mich total, dass sie so ein bisschen erzählen wird, wie es ihr damit geht. Und ja, erstmal würde ich natürlich total gerne wissen, was überhaupt der Anlass ist. Ich meine, ich erzähle jetzt schon ganz viel über zuckerfrei in den letzten Tagen, aber jetzt würde ich ganz gerne einfach nochmal wissen, was dein Auslöser war. Ja, also erstmal vielen Dank, Nicola, dass wir hier miteinander reden und vielen Dank auch immer für deinen Input, was Ernährung, zuckerfrei und gesunde Ernährung im Allgemeinen angeht. Das hilft mir, ja, seitdem wir uns kennen, sehr. Ich bin die Simone Abelmann und ja, ich bin schon lange mit der Nicola im Gespräch über das Thema Ernährung und ja, wie bin ich dazu gekommen, zuckerfrei auszuprobieren? Ich bin ein absolutes Süßigkeiten-Junkie. Ich esse Schokolade so viel wie geht, bis mir schlecht ist. Und ich esse andere Süßigkeiten, alles, was mir vor die Flinte kommt, das seit Kindheit. Und ich kam mir zwischendurch wirklich vor wie ein Junkie auf Heroin. Immer nur auf der Suche nach dem nächsten Stoff zu überlegen, was kann ich essen, was habe ich im Haus, was mache ich, um den Zucker zu essen. Das hat mein Leben so beschäftigt, dass ich wirklich manchmal darüber nachgedacht habe, um 6, wenn die Kinder gleich im Bett sind und dann warte ich noch eine halbe Stunde und dann fahre ich eben zur Tankstelle und hole mir da 3 Riegel und ich weiß nicht noch was und noch ein Eis, um das dann gleich alles zu essen. Das heißt, danach habe ich mich total geärgert. Oder mir war noch schlecht. Das heißt, ich habe mich nachher über das Zuckeressen geärgert. Ich habe vorher den ganzen Tag darüber erst nachgedacht, ich esse heute keine Süßigkeiten, bis irgendwann die Gier kam und ich esse sie doch. Und das war manchmal wie ausgeschaltet. Also ich bin nur noch zum Schrank gerannt und habe es gegessen. Und das ging mir dermaßen auf den Geist. Zusätzlich habe ich ja wirklich so für mich körperliche Symptome entdeckt, die mit zu hohem Zuckerkonsum einherging. Also einmal, ich bin so ein bisschen Krampfaderpatientin und zu den Zeiten, wenn ich ganz, ganz viel Zucker esse, kriege ich Kribbeln in den Beinen, was mich so erinnert, als wenn ich Krampfadernbeschwerden hatte. Und ich kriege fürchterlich dicke, geschwollene Finger und hier überall, ich lagere überall Wasser ein und das ist ganz, ganz, ganz unangenehm und das ist so, das ist nicht ab dem Riegel Schokolade, also da muss man mehr für essen. Aber ich wollte raus. Also das war wie aufhören zu rauchen oder wirklich ja, in die Betty Ford Klinik zu gehen und
Entzug zu machen. Ich musste weg vom Stoff. Ja, aber boah, das ist ja, hört sich ja auch wirklich heftig an. Ne? Also ich meine, wenn du das so gut beschreiben kannst, also ich kenne wenig Leute, die das wirklich so gut beschreiben können, ne? Mit Kribbeln in den Händen und Wassereinlagerung und so. Das ist schon, und dir war auch immer klar, dass das halt Zucker ist. Also ich glaube, ich habe generell ein ganz gutes Körpergefühl und kann einfach gut immer zuordnen, was in meinem Körper passiert. Und da ich mich aber auch so sehr mit dieser Zuckerthematik immer wieder beschäftigt habe, habe ich natürlich auch irgendwann angefangen, in meinen Körper reinzuspüren, was da passiert und Zusammenhänge irgendwann dargestellt. Und ich habe 30 Jahre sehr oft sehr viel Süßigkeiten gegessen. Nicht immer so extrem, wie ich gerade beschrieben habe. Das sind schon die schlimmen Zeiten. Aber ich habe in den 30 Jahren halt mehr gegessen als manch anderer in seinem Leben. Und ja, und dann irgendwie habe ich diese Symptome gemerkt. Ob die wirklich da sind oder ob die auch in meinem Kopf sind, weil mein Kopf sich gegen diese Süßigkeiten wehrt, ist mir egal, aber sie sind da und sie sind unangenehm und die sind einfach störend. Und jetzt sind sie weg. Ja, sie sind weg, ja. Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Ja, und wie waren die ersten Tage für dich? Das war ja bestimmt auch nicht so ganz einfach, ne? Weil ich meine, das ist ja, kennen ja alle, ne? Ich mache schon 5 Minuten diese grausame Diät. Jetzt brauche ich erstmal einen Riegel. Es war nicht so schlimm, wie man denkt. Überhaupt nicht. Also ich hatte einen Sonntag vor 3 Wochen, wo es bei mir Klick gemacht hat. An dem Tag habe ich mir echt noch was zu naschen gegönnt und gekauft. Echt irgendwas noch von der Tankstelle gekauft, als die Kinder im Bett waren und richtig schön genüsslich gegessen mit dem Wissen, ich werde das morgens nicht mehr machen. Ich habe dann an dem Morgen mit einer Geschäftsfreundin telefoniert, die aktiv ist auf dem Thema, ja, Mind Reset, Gehirn, was macht was mit uns. Und die hat mir einen kleinen Tipp gegeben, der total banal und lächerlich klingt. Und zwar ja, gibt es einfach Körperregionen, wo wir gut auf uns und auf Berührungen reagieren. Und sie hat mir einen Tipp gegeben, hier hinterm Ohr, das ist so eine sensible Stelle. Jedes Mal, wenn du meinst, dass du jetzt eine Süßigkeit essen willst oder einfach so was in dich reinstopfst. Es sind nicht nur die Süßigkeiten gewesen, sondern auch einfach so zwischendurch. Oh Gott, ich habe jetzt ein stressiges Telefonat mit einer Kundin gehabt. Jetzt muss ich Süßigkeiten essen, auch immer so situationsbedingt. Und immer wenn das kommt, hat sie gesagt, machst du so, lächelst und lässt es. Da ich irgendwie diesen Entschluss ja vorher schon gefasst habe, ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt einfach, ich lasse mich darauf ein. Ich habe mich in 3 Tagen ganz, 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 ganz oft hinterm Ohr gefasst, weil ständig diese Situationen waren, weiß ich nicht, die Kinder waren doof zu mir oder ich habe wirklich vielleicht ja eine ganz anstrengende Arbeit erledigt, die mich wirklich also mental sehr gefordert hatte und ich wollte losrennen und zumindest irgendwie ein Knäckebrot mit Cashewmus essen oder sowas, ne, irgendwas reinstopfen. Und dann habe ich immer gedacht, hast du jetzt Hunger? Nein, du willst einfach essen. Ich habe das hier gemacht, gegrinst. Am Mittwoch habe ich festgestellt, dass ich einfach schon so angefangen habe zu grinsen, wenn ich daran gedacht habe. Ich habe irgendwie über mich gelächelt und habe gedacht, naja, ist jetzt aber nichts, du brauchst nichts. Ja. Und am Donnerstag und Freitag habe ich dann schon gemerkt, dass diese Gestik ganz selten nur noch wurde. Und jetzt habe ich es noch ab und an. Es gibt ab und an Momente. Ich hatte heute auch sowas, ich hatte einige anstrengend gute Gespräche, die mich emotional, aber sehr berührt haben und mich in meinem Beruflichen sehr beschäftigen. Und das sind Momente, wo ich sonst nach unten gestürmt bin, habe mir einen Kaffee gemacht und irgendwas gegessen. Wenn keine Süßigkeit da war, auch Obst und irgendwas reingestopft. Und das ist echt weg. Und dann mache ich es echt manchmal noch so. Und das ist es. Also ich habe echt keinen großen Entzug gehabt, aber das hatte ich außer vielleicht früher bei so Hammer-Diäten, wo man meinte, man müsste 600 Kalorien am Tag essen. Nie wirklich. Also komischerweise, obwohl dieser starken Zuckersucht, hatte ich noch nie dieses mit Kopfschmerzen haben und sowas, wenn ich die nicht esse. Also es ist irgendwie relativ einfach, nur das Anfangen ist halt so schwierig. Und das war jetzt so eine Situation, das ist wie, wenn du aufhören willst zu rauchen oder andere Entscheidungen in deinem Leben triffst. Es gibt nur einen Moment, wofür du dich da entscheidest. Ne? Und wenn der bewusst ist, dann kann das funktionieren. Ja.
Ja, toll. Und wie machst du das ganz konkret in der Umsetzung? Ich meine, so ganz einfach ist es ja nicht. Ich meine, gut, Süßigkeiten wegsetzen lassen, das ist ja noch relativ einfach. Aber ich sag mal, so die ganzen Zuckerfallen, die so im Schrank und im Kühlschrank lauern, also sprich in Fertigprodukten oder in irgendwelchen Sachen, wo man jetzt nicht so unbedingt daran denkt. Wie gehst du Also damit die um? Fertigprodukte sind in meiner Küche zwar auch zu finden, aber die werden selten eingesetzt. Also nehmen wir so ein Beispiel wie Ketchup. Also wenn ich das einmal im Monat einen Klecks Ketchup auf meinem Teller finde, dann ist das echt so. Also da mache ich mir jetzt echt nicht in die Hosen für. Das ist auch nicht mein Problem, weil das wirklich von mir nicht viel konsumiert ist. Ich trinke keinerlei gesüßten Getränke, also seit Jahren nicht. Ich trinke Wasser, ich trinke Tee. Vielleicht, wenn ich mal essen gehe, eine Coke Zero, aber auch das vielleicht einmal in 4 Wochen. Also das ist okay. Ich habe also ich habe nur Naturjoghurt im Kühlschrank, ich habe nur Naturquark, ich habe nur Frischkäse, der halt wirklich nur, der halt nicht irgendwie noch gesüßt oder sowas ist. Brot oder sowas weiß ich nicht genau. Da wird wahrscheinlich mal schon mal was drin sein. Ich esse sehr gerne Schwarzbrot. Und da ist halt einfach eben meistens Zucker in Form von Zuckerrübensirup oder sowas drin. Aber das ist für mich, es ist nicht mein Hauptnahrungsmittel. Ich esse da nicht ständig Tonnen von. Deswegen ist es für mich okay. Ich benutze jetzt keine Tütensuppen oder ganz, 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 ganz selten. Oder sowas wie so ein, also bei uns gibt es mal in der Spargelzeit mal vielleicht mal so eine Fertig-Hollandaise, weil es schnell gehen muss. Aber wann haben wir Spargelzeit? Ne? Das ist dann auch nicht täglich. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob ich was übersehe. Also ich versuche, was Frisches zu kochen, halt Kartoffeln, Reis, Nudeln mit viel Gemüse und bisschen Fleisch, Fisch oder ja, Fisch, Fleisch oder Käse zum Salat oder sowas. Da ist eben im normalen Leben, habe ich mir halt auch durch viel Wissen, auch das, was ich mir bei dir in den letzten Jahren halt einfach angeeignet habe, gar nicht mehr so viel fallen. Also ich habe schon viel verbannt. Ja. Du kannst mich auf die Probe stellen, wenn dir irgendwas einfällt, was ich vielleicht essen könnte, was ich gar nicht weiß gerade. Du weißt, man kann ja auch Probleme herbeireden, ne? Also ja, finde ich jetzt einfach mal, weil es geht ja darum, dass es dir gut geht. Es geht doch jetzt nicht darum, den allerletzten Zucker in irgendwo zu finden. Und ich meine, es wird ja alles auf Stärke wird in Zucker umgebaut. Ich denke, es ist einfach das Maß, was da zählt, ne? Und wenn es jemandem nicht gut geht, dann muss ich es ändern. Und wenn es mir dann besser geht, dann muss ich mir das doch nicht versauen, indem ich noch denke, oh, vielleicht waren da jetzt doch noch irgendwie Zucker drin oder oh mein Gott, ich habe das gegessen und da war Zucker drin. Also da einfach so zu sehen, boah, wow, ne? So, du kochst schon ganz viel frisch, das ist toll und ja, und ne, so wie du es schon sagst, das bisschen ist dann auch noch zu vernachlässigen. Ne? Genau. Ne? Und ich meine, wie gesagt, wenn jemand sagt, boah, ich lebe schon relativ zuckerfrei, aber irgendwie kriege ich so die letzten Kilos nicht runter, dann kann man da auch, dann kann man da bestimmt auch nochmal wieder anders hingucken. Aber dann ist der Anspruch ja auch ein ganz anderer. Ne? Dann ist der Anspruch nochmal zu gucken, woran hakt es denn jetzt bei mir? So, dass ich immer noch nicht da bin, wo ich eigentlich gerne hin wollte. Aber wie gesagt, wenn du sagst, boah, es geht dir 1000% besser, und du hast immer gemerkt, und du hast einfach auch dieses Schränkesuchen nicht mehr. Gar nicht. Ne? Und dann ist doch alles gut. Also ich versuche momentan auf mich zu hören und auch auf mein Sättigungsgefühl zu hören. Also beim Essen manchmal merke ich schon noch, dass ich, ach, da nimmst du jetzt gerade noch einen Löffel, obwohl es vielleicht voll ist. Also da, ich bin auch so eine schnelle Esserin, da ist es manchmal noch komisch. Aber zum Beispiel habe ich heute Mittag spät, also auswärts auch sogar gegessen und es gab einen Salat mit Dönerfleisch. Auch nichts Dolles, aber das war jetzt einfach so. Und ich habe heute Abend, als die Kinder gegessen haben, gemerkt, nein, du bist immer noch voll. Es war eine große Portion. Also isst du jetzt nicht. Jetzt merke ich tatsächlich, dass jetzt Hunger kommt. Ja, und es ist jetzt 10 Uhr und vielleicht esse ich sogar echt noch eine Kleinigkeit, damit ich nicht mit knurrendem Magen ins Bett gehe. Da schlafe ich einfach nicht ein. Ich versuche wirklich zu hören, bin ich satt? Habe ich noch Hunger oder nicht? Und wirklich genau zu merken, ist es nur mein Kopf, der gerade was braucht? Also ist es gerade wirklich echt so ein Druckabbau, der stattfindet, weil ich echt unter Stress bin? Also es ist bei mir auch zeitlicher Stress.
Und halt einfach wirklich, ja, wenn ich mich sehr angestrengt habe und im Moment, ich koche mir dann durchaus meinen Kaffee oder so. Das ist dann so meine Belohnung, ne? Das ist so ein bisschen so Cappuccino mit ein bisschen Milch noch dazu und kein Zucker, irgendwas drin, aber das ist so meine Belohnung auch. Oder ich warte auf die Kinder, wenn die beim Musikunterricht sind und hole mir hier im Café einen Cappuccino. Da ist sogar, glaube ich, Pulver drauf. Ist mir aber auch egal, ne? Also das ist dann, wie du schon sagst, das kann ich echt vernachlässigen, weil das ist nicht meine Baustelle. Vielleicht, ne, ist das für manche eine Baustelle, oder wenn ich merken würde, das fixt mich jetzt an für den nächsten Zuckerkonsum. Und ich bin im Ganzen, ich bin sehr wach. Ich kann mich gut konzentrieren und ich habe wenig Tiefpunkte. Also ich habe zum Beispiel letzte Nacht sehr wenig geschlafen. Und es ist 10 Uhr und ich müsste jetzt eigentlich von der Dauerschlaf letzte Nacht echt schon so ein Tief kriegen. Ich bin müde, aber es ist jetzt nicht schlimm. Ja. Also genau das Gegenteil von dem, was man dem Zucker ja eigentlich immer nachsagt, ne? Also dieser Energiekick und so, ne? Also es ist halt, ja, beweist dann nochmal wunderbar, dass es einfach, ja, natürlich wirkt es für einen kleinen Moment, aber das Tief, was da kommt, steht in keiner Relation zu diesem kurzen Zuckerhoch, ne? Ich glaube, das wirklich das Wichtige habe ich für mich gesehen, halt auch einfach eben zu realisieren, dass es bei mir so viel Lebensraum und Lebenszeit gekostet hat, darüber nachzudenken. Esse ich heute Zucker oder Süßigkeiten? Wie viel esse ich? Wann esse ich das? Darf ich das? Darf ich das nicht? Mist, ich habe gegessen. Und ganz ehrlich, diese Zeit kann ich für andere Dinge benutzen. Die kann ich für meine Familie benutzen. Die Zeit kann ich für meinen Beruf benutzen. Oder da kann ich meinetwegen in der Zeit auch laufen gehen oder irgendwas, ne? Also irgendwas Sinnvolles machen, als mir Gedanken darüber zu machen, esse ich Zucker und wie viel. Wenn ich jetzt auf Dauer mal irgendwo eingeladen bin, also wenn mich jetzt jemand in den Nachbarort zum Sternekoch einlädt, dann werde ich dann Nachtisch essen, ne? Vielleicht nicht in den nächsten 2, 3 Wochen. Ich habe das Gefühl, ich muss noch so ein bisschen clean bleiben. Und ich werde auch nicht dauerhaft sagen, ach komm, einmal in der Woche essen ein Stück Kuchen oder so, so regelmäßig gar nicht. Es muss schon eine super Ausnahme sein, dann werde ich es machen und dann ist es fertig. Dann ist es so. Wahnsinn. Also erst nochmal, also zum einen finde ich das großartig, dass du uns das jetzt wirklich alles hier so erzählt hast. Das ist ganz, ganz toll. Und weil es ist ja ganz oft, dass die Leute auch sagen, oh, das ist mir so anstrengend und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Also da nochmal, es ist gar nicht so schwierig, wenn man einmal für sich den Schalter umgelegt hat. Ja, und nochmal, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, dass das, ja, dass du das so gut durchgezogen hast. Und den Tipp mit dem hinteren Ohr ist auch grandios. Das ist, also es ist, ich kann dir das auch nicht erklären. Wir haben da auch nie weiter drüber gesprochen, dass sie mir das nochmal genau erklärt, was passiert. Aber das ist mir egal, weil es hat so funktioniert. Ich weiß nicht, ob es eine Aktivierung meiner selbst ist, um mich dann in dem Moment anders zu spüren. Einen Tipp habe ich noch, was ich vorher auch ein bisschen gemacht habe oder auch in den letzten Jahren immer wieder, weil dieses Thema hat mich immer mal begleitet und ich habe auch intensiv überlegt, wenn ich was gegessen habe und auch mal nachgeschmeckt, was schmeckt mir wirklich. Und wenn man halt wirklich in so Standardprodukten isst, zum Supermarkt, auch im Schoki-Bereich, ist das oft so, dass die überhaupt gar nicht so lecker sind, die Sachen. Also wenn man ganz genau mal nachschmeckt, es gibt Sachen, die sind genial, aber es gibt Sachen, die schmecken echt nur super süß, künstlich. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann fällt es gar nicht mehr so schwer. Zum Beispiel habe ich früher als Kind Duplo total klasse gefunden. Und ich habe irgendwann vor ein paar Monaten mal mit Verstand Duplo gegessen und habe festgestellt, dass es für mich sich so anfühlt wie so Frittierfett, was ein bisschen angehärtet ist oder so, ne? So wie der klassische kalte Hund von früher, den es bei meinem Bruder immer auf dem Geburtstag gab. Und diese Vorstellung, und das ist ja auch nichts anderes, wenn wir uns das mal vor Augen führen, ne? Es ist irgendein billiges Fett mit einem Haufen Zucker. Ja, klar. Also. Und das hat nicht sofort Klick gemacht, aber das habe ich mir immer mal wieder so ja, bewusst gemacht.
Das ist wie, wenn man raucht und sich mal vorstellt, also als ich noch geraucht habe, bin ich irgendwann hingegangen und habe überlegt, wie viele Zigaretten am Tag schmecken mir wirklich. Ich habe viel geraucht, ich glaube, so drei waren die sind jetzt klasse. Und fast 20 waren doof. Und da habe ich irgendwann auch gedacht, nee, das brauche ich dann auch nicht mehr. Das mache ich dann nicht mehr. Der Schnitt ist zu schlecht. Ja. Genau. Ja, Und ich habe so viele Süßigkeiten in meinem Leben gegessen, ich habe eigentlich mein Pensum voll. Und wenn ich, und genau, und eine Sache nochmal zu den Gründen, ich habe natürlich auch Angst bei meinem Zuckerkonsum gehabt, dass ich sowas irgendwann wie eine Typ-2-Diabetes entwickle. Vielleicht jetzt nicht mit Mitte 40, aber vielleicht, was ist mit Mitte 50 oder mit Mitte 60? Das wird mein Leben verkürzen und vor allen Dingen, wenn es das nicht macht, wird es meine Lebensqualität verkürzen. Und das heißt, ob ich jetzt 75 bin und noch fit oder 75 Spritze, offene Beine habe oder was für ein Krempel man dann kriegt, Augenprobleme, Herzprobleme, die ganze Geschichte. Und ich habe halt im Haus auch meinen Vater, der wohnt bei uns im Haus, der ist Diabetiker, der ignoriert das viel, aber ich weiß, ja, dem würde es besser gehen, wenn er diese Typ-2-Diabetes nicht hätte, weil die halt eine ganze Menge neben Insulingabe oder auch eben Medikamentengabe ganz viel Nebenerscheinungen einfach hat. Und da hoffe ich, dass ich da eine Schraube drehen kann, das nicht zu entwickeln. Ja, da wirst du auf jeden Fall eine Hauptschraube drehen. Also das ist ganz klar, ne? Weil wenn man sich ne, diese Kurven, ich erzähle es ja immer wieder, weil ich es so eindrücklich finde, wenn das Insulin ständig da oben die Zuckerspitzen abfangen muss, weil das tut es ja. Also das ist ja so ein Überlebensmechanismus von früher, nur das ist früher ja nie so vorgekommen. Ja, wo gab es so viel Zucker? Also in Früchten schon mal, aber nicht morgens um 10 und dann um 12 nochmal und um 3 kam das nächste vorbei. Ja, Und sondern, nicht das ganze Jahr. ne, und nicht das ganze Jahr, sondern gab es Früchte irgendwie im Herbst. Fertig. Ne? Also mehr gab es ja wirklich nicht. Wenn man dir jetzt vorstellt, wie so ein typischer Tag von uns aussieht, das ist ja, ne, ständig kommt da irgendwelcher Zucker angeflogen und dann wundert es einen überhaupt nicht, dass der Typ-2-Diabetes im Kindergarten angekommen ist. Ne? Also das finde ich total bitter. Also irgendwie zu realisieren, dass die altklassischen Alterskrankheiten sind in der Grundschule und im Kindergarten angekommen. Ja, ich kenne halt auch Freunde, die auch in unserem Alter, ich kenne einen Mann, der hat mit Mitte 30 diese Typ-2-Diabetes entwickelt, ne? Ja, das ist so. Und ich weiß, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ich bin ja eigentlich ursprünglich Hebamme. Oder nein, ich bin nicht ursprünglich, aber ich bin immer noch Hebamme, aber ne, so ein bisschen natürlich jetzt in die Ernährungsgeschichte reingerutscht. Da war ein Schwangerschaftsdiabetes, okay, die werden auch einige oft nicht erkannt haben. Ne, weil auch die Screening gar nicht so war. Aber ich weiß noch, wie es hieß, boah, die hat einen Typ-2-Diabetes oder einen Schwangerschaftsdiabetes, das ist alles so, ho. Das ist heute noch ein ganz normales Geschäft. Ja, völlig normal, überhaupt nichts Exotisches mehr, sondern ganz normal. Ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist, auch mit Jahren natürlich steigend, ne? Aber ganz normal, Schwangerschaftsdiabetes ist mit dem Screening, weil es so häufig ist und weil es so übel ist, wenn es nicht erkannt wird. Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, noch einmal dir ganz herzlichen Dank, dass du dich hier dafür zur Verfügung gestellt hast und uns das erzählt hast. Ich würde mich total freuen, wenn ihr Lust habt, noch mehr zu erfahren. Es gibt ja am Freitag noch ein Webinar zum Thema zuckerfrei. Wie kann ich sowas angehen? Wie setze ich sowas um? Also, wenn du Lust hast oder wenn ihr Lust habt, dann mehr zu erfahren, dann kommt am Freitag ganz, ganz gerne ins Webinar. Ich freue mich sehr. Und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank, wenn ihr uns zugeguckt habt. Und ja, Simone, dir nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du uns das alles erzählt hast. Ja, dir auch lieben Dank und an alle, die gucken. Also ich werde Freitag zum Webinar auch
versuchen, nochmal dabei zu kommen, weil ich möchte einfach dranbleiben an dem Thema und mir da auch nochmal ein bisschen Motivation und Information von der Nicola hören, weil ich finde, manche Sachen kann man nicht oft genug hören. Und ja, am Freitag 20 Uhr Webinar bei der Nicola. Wir machen den Link gleich, glaube ich, nochmal hier drunter bestimmt. Und ich hoffe, da sehen wir uns, weil ich freue mich schon, weil ich finde dieses Thema einfach total spannend und ja, das wird richtig gut. Genau, in diesem Sinne. Hab noch einen ganz schönen Abend und ja, bis Freitag. Tschüss.